Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3. Und ja, wir sind hier im Dschungel und haben schon ein Stückchen geschafft. Meiner Meinung nach benutzen diese Tür und öffnen diese Tür, wie vermutet. Und warum habe ich das Gefühl, ich sollte da direkt durchrennen? Naja, was mir einfällt, was ich noch gar nicht erzählt habe. Und zwar, wie es sich mit dem Upload-Rhythmus verhalten wird. Oh, die Musik ist schön hier. Ja, also bei dem Upload, das wird jetzt so sein. Dosch, für diejenigen. Oh, ist die Musik jetzt auf einmal laut. Naja, Tomb Raider ist ja generell sehr unausgeglichen. Jedenfalls, mit dem Upload wird das so sein, dass ich das jetzt getauscht habe mit Lara at the Movies und somit kommt Tomb Raider 3 alle 2 Tage, Lara at the Movies alle 3 Tage. Und sollte da aber jemand Einwände haben oder, also beziehungsweise die Mehrzahl dazu Einwände haben, sagen wir es mal so, dann kann man das auch jederzeit ändern. Ich gucke einfach mal, wie ich es auch schaffe mit dem Aufnehmen, aber ich würde es halt gerne so beibehalten. Ursprünglicher Plan war anfangs, dass es erst dann, wenn Lara at the Movies fertig ist, dessen Platz einnimmt und vorher dann alle 3 Tage kommt. Aber ja, jetzt habe ich das halt einfach mal schon vorab umgeändert. Einmal für meine beste Freundin, die sich das ja auch gewünscht hat. Und zum anderen aber auch, ich glaube, Breaker hat sich das auch gewünscht. Alias Crunchy, alias Connor, wie ich ihn eigentlich mittlerweile nenne. Ich dachte, der Affe würde mich irgendwo hinführen. Ich meine, der hätte sich das auch gewünscht. Jedenfalls haben die beiden dazu geäußert und gesagt, hey, ja, ich möchte am liebsten gern alle 2 Tage haben. Und ich guck mal, dass die Folgen nicht zu lang werden für diejenigen, die dann sich dann doch vielleicht denken, ein Tiger kommt. Vielleicht nicht unbedingt das denken, aber denken hier, ah, alle 2 Tage, ich gucke auch noch andere Projekte von dir, ich komme nicht so hinterher wegen, keine Ahnung, weil lang Schule, weil viel arbeiten, etc. pp. Gibt es ja verschiedene Gründe. Ich glaube, hier unten ist sonst gar nichts weiter, ne? Nur die Richtung, wo der Tiger herkam. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich unten nicht gut umgesehen. Ich gucke nochmal gerade. Kann ich ja das Erklären noch weiter nutzen? Wie gesagt, ich halte die Videos für meine Verhältnisse kurz. Ich gucke mal, dass die nicht so ausarten wie manchmal andere Videos mit über 20 Minuten. Und kann manchmal natürlich passieren, wenn ich die Zeit nicht so im Auge habe, dass es mal ein bisschen länger wird. Aber für diejenigen, die dann halt der Meinung sind, sie kommen sonst nicht hinterher, halte ich es halt relativ kurz. Was heißt hier relativ, ne? Einfach nur, damit sie bessere Möglichkeiten haben, das zu verfolgen. Und ja, gut, hier unten war sonst gar nichts weiter. Aber die wenigstens habe ich Munition mitgenommen. Noch gesammelt und gefunden. Die Affen sind eigentlich voll süß. Also wie gesagt, Tomb Raider 3 kommt dann alle 2 Tage und Lara at the Movies dann alle 3 Tage. Gut, 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 gut. Ach so, diese Kristalle übrigens, ne? Ich glaube, das sind die eigentlichen Speicherkristalle für die PlayStation-Version. Weil in der PlayStation-Version ist es ja so, dass man da nicht an jeder Stelle wie jetzt hier speichern kann, sondern nur an bestimmten Speicherpunkten und manchmal halt blöde Sprungpassagen nochmal machen muss oder sonstiges. Ist aber auch nicht der Grund, weswegen ich hier die PC-Version spiele. Himmel, Herrgott, ich lebe. Ja, ich habe ein bisschen jetzt Leben verloren, aber egal. Der Hauptgrund, weswegen ich die PC-Version spiele, ist einfach, dass ich zu Beginn da die besseren Aufnahmemöglichkeiten hatte und direkt wusste, wie ich es aufnehmen kann, etc. pp. Und ja, ich wollte gerade sagen, da liegt doch was. Und so weiter und so fort.
Und es halt dazu kam, dass ich halt mit PC angefangen habe und deswegen das kontinuierlich weitermache, auch wenn ich per Emulator auch die PlayStation-Version spielen könnte. Ach so, ich bin es nicht gewöhnt, dass hier diese seitlichen Schritte nicht extra belegt sind. Die gibt es nicht zur Auswahl, dass man die einstellen könnte. Erste Tomb-Raider-Spiel, bei dem das der Fall ist, habe ich das Gefühl. Ist ja alles in Ordnung? Guck mal gerade. Sollte hier nur normal durchgehen, ne? Weil ich habe irgendwo gespeichert, von daher. Aber hier ist nichts. Lass mich raten. Ich weiß, wo ich rauskomme. Ja, hier. Schön. Und das bringt mir was? Ich mach's mir einfach. Ich mach's mir einfach. So, stimmt ja, da waren ja auch noch Sachen. Das eine sieht aus, als könnte man da durchgehen. Aber jetzt weiß ich schon mal, wo ich mich nicht runterfallen lasse. In der Seite liegt aber nichts, ne? Ach so, das sind zwei verschiedene Ebenen. Ach so. Quasi, wenn man auf die unterste gelandet ist, kommt man so zurück, damit man hier auf diese mittlere kann. Ach so ist das. Ich verstehe. So. Hier kann ich auf jeden Fall lang. Und hier muss ich dann wahrscheinlich nochmal durchgehen, ne? Warum guckt so komisch nach oben? Ach, weil da ein Affe ist. So, wahrscheinlich muss ich auch dann weiter nach oben. Oh, ein Medipack. Das nehme ich auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, das war nicht geplant. Mist aber auch. Ich konnte es leider nicht mehr rückgängig machen. Ey, jetzt, Lara. Ich wollte so elegant reinspringen und sie dotzt einfach überall dagegen. Dann kann ich mich dort oben langhangeln, ne? Auch das Gefühl, die Affen sind auch so ein kleiner Hinweis quasi, so, hey, guck mal, da kannst du noch lang und da und dies und jenes, wenn du nicht weiter weißt. Aber ehrlich gesagt, so schnell den Überblick verlieren tut man jetzt ja auch nicht. Vor allem, wenn man ein bisschen ausprobiert und guckt, wo man lang kann. Kennt das ja von mir. Ich gucke mich ja gerne in meinem Gesamten um, probiere mal ein bisschen was aus und schlussfolgere dann, wie ich da irgendwie wo lang kann. Da oben hin? Nein. Da könnte ich hin. Aber ich glaube, ich rutsche da runter, ne? Ja. Dann kann ich ja im Grunde genommen nur nach hinten. Hä? Kann sie über Eck hangeln? Ich vergesse immer. Ich glaube, das kann sie aber erst auf dem vierten, ne? Verdammt. Aber es sieht auch danach aus, als könnte ich hier hoch. Ja. So, da kann ich anscheinend rein. Ich gucke mich gerade mal hier so um. Da ist auf jeden Fall der Kristall. Und da war wirklich sonst nichts weiter. Oh, dezent dunkel. Sowas habe ich ja gerne. Warum habe ich das Gefühl, da kommt noch eine Kugel? Es ist eine kleine Nische und es ist ein Abhang. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich ja schon fast entsetzt. Aber komm, über mir ist doch eine Kugel. Ich habe es geahnt.
Nein, nein, Lara, 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 Lara. Oh mein Gott, das war knapp. Ich guck gerade noch mal, ob da noch trotzdem noch irgendwas ist. Aber ich tippe mal nicht darauf. Ich habe auch schon gedacht, die würde früher ausgelöst werden, aber nein. Dem war doch nicht so. Ach, blöder Affe. Ich meine, lieber Affe, süßer Affe. Was hat sich jetzt geöffnet? Das Tor jedenfalls nicht dort unten. Aber ein Tiger. Dann hat sich wahrscheinlich das große Tor geöffnet. Also ein Tiger hat sich geöffnet, ne? Ja, der hat uns mitgeteilt, was ihn bedrückt. Was so seine Gefühle sind. Kann ich den von hier oben nicht auch erschießen? Geht das nicht? Ich bin zu weit weg, ne? Ach, verdammt. Ich glaube, der Kristall selber dürfte einen komplett heilen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ja, ich weiß, dass du da bist, kleine miese Katze. Und du weißt, dass ich da bin. Nein, nein! Oh mein Gott! Ich würde mich nur irgendwo hochretten. Latsche aber genau in die Falle rein. Super. Kann aber auch nur mir passieren, ne? So, das reicht. Ach, Gott sei Dank. So, dann hole ich hier nur noch schnell die Munition. Und kann dann durch das Tor gehen, ne? Denke ich mal. Das ist zumindest mein Plan. So. Ja, das hat sich wirklich geöffnet. Gut. Okay, wo geht's jetzt hin? Ich werde anscheinend nicht nochmal direkt angegriffen, das ist auch gut. Bin auch mal gespannt, wie sich das Spiel hier so entwickeln wird. Weil ich kenne halt wie üblich die Story nicht, ne? Ich kannte bis jetzt auch nur zwei Tomb Raider-Teile. Einen vom selber spielen und einen halt vom Sehen. Aber ja. Aber ihr kennt mich, ich bin ja eh nicht so diejenige, die sich großartig vorab informiert, sondern die... Oh je, er streckt mich doch nicht. Ich dachte gerade, oh, nein, es kommen irgendwelche Gegner, aber das ist so eine untypische Gegnermelodie. Und dann zielt sie die ganze Zeit auf den Affen, da war ich irritiert. Ich habe den erst nicht gesehen. Ich dachte mir, auf was zielt sie denn da? Da ist doch nichts. Na, Äffchen. Für den Fall, dass ich mich wiederhole, muss ich hier zum Wasser? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wenn ich reinspringe, schleift mich die Strömung wieder mit. Aber ich bin auch noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ja, die Strömung soll mich mitgreifen. Wo bin ich hier überhaupt? Ist das derselbe Ort? Es gibt einen ganz einfachen Grund, das auszuprobieren. Es gibt einen. Es geht... ja. Die richtigen Wörter muss man auch noch wählen, ne? Nee, hier scheint keine Strömung zu sein. Da ist auf jeden Fall was. Ich möchte mich aber gerne noch in die Richtung umsehen. Einfach, weil ich es kann. Einfach nur um zu gucken, ob da irgendwas ist. Das ist so... Ja, es wirkt halt so, als wäre da vielleicht auch was versteckt. Klar, ich habe jetzt nicht die Intention, nach Secrets zu suchen. Werde ich auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Gibt es hier Secrets? Wenn ja, wie sehen die aus? Absolut keinen blassen Dunst. Bin wahrscheinlich eh schon an allen drei vorbei. Aber selbst wenn das Level noch ein Weilchen gehen sollte. Ich habe alle drei schon übersehen. 100 pro. ja. Nee, ich möchte das nicht nochmal so ausarten lassen wie in Underworld. Deswegen mache ich jetzt einfach... Gehe ich die Wege, die ich gehen kann.
die ich so finde. Ich möchte auch mich möglichst nicht so arg umentscheiden, also dass ich nicht so, so entscheidungsfreudig bin, wie man es sonst gewöhnt ist von mir. Mit dem, ach, gehe ich jetzt da lang, ach, da ist jetzt auch ein Weg, nee, dann gehe ich jetzt da lang, oh, nee, dann gehe ich doch da lang und etc. pp. Ihr kennt das. Nein, ich möchte das gerne einbehalten. Wenn ich eine Richtung einschlage, gehe ich hier halt weiter. Selbst wenn ich dann halt Sachen verpassen sollte, ist halt dann so. Okay. Jetzt hat sie ein Tor geöffnet. Also ein Unterwassertor und ein am Landtor. Kurz hier gucken. Mich erschrecken, falls ein Krokodil oder sowas auftaucht. Oder Alligator oder wie auch immer die hier heißen. Mögen. Aber das ist nicht zeitgesteuert, ne? Weil mir das so ein bisschen ähnlich vorkommt. Das sieht mir doch sehr verdächtig aus. Aber ich kann es nicht reinschieben. Dann hole ich es halt raus. Ganz simple Logik. Kann ich es nochmal zu mir schieben? Ja, kann ich. Ah, dafür ist das da. Und ich dachte, da wäre irgendwie einfach nur was versteckt. Aha. Aber trotzdem irgendwie. Ich sehe nur ein Flackern von irgendwelchen Fackeln oder sowas. Und dieser Boden. Aber der Boden gibt nicht nach, okay. Hätte ja sein können, ne? So, die eine Tür ist auf jeden Fall offen. Die hier. Und die andere auch. Ich möchte mich aber erstmal bei der hier. Obwohl. Oh, ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Weil die hier, bei der ich stehe. Die wirkte so ein bisschen nach dem Motto, ja, hey, die hast du vorher geöffnet, das ist der Weg, wo du lang gehen musst, weil das da mit dem Hebel einfach zu offensichtlich war. Das andere wirkt jetzt ein bisschen so, hey, das war versteckt. Und dann haben wir den Gang noch. Na, komm, ich fange auf der einen Seite an. Ich fange einfach hier an. Ich speichere. Genau, hier war ja nur ein Hebel. Scheinbar. Okay, hier ist wirklich nichts weiter. Okay. Nur ein Hebel. Ach, jetzt hat sich die Unterwasserklappe geöffnet. Dann könnte ich ja, weil ich ja schon mal hier in der Nähe bin, eigentlich auch als nächstes dorthin gehen. Oh, ich dachte, ich müsste über Eck springen. Was wollte ich wieder drücken? Die seitlichen Schritte. Ich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnen werde. Ich weiß es nicht. Und mir fällt gerade auf, die Zeit ist wieder vorbei. Deswegen mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann hier in diesen Unterwasserdings in der nächsten Folge um. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.